Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part zu Dauntless. Ja, und zuallererst mal wieder vielen, vielen Dank an all meine Unterstützer, sei es hier im Supporters Club, sei es Creator Code Montix, sei es wirklich vielen, vielen Dank dafür, auch Likes, Kommentare auf meinem Kanal oder dass ihr euch die Videos überhaupt anschaut. Also generell vielen, vielen Dank für jegliche Art der Unterstützung hier auf meinem Kanal oder auf den Social Media Kanälen. Findet ihr alles in der Videobeschreibung. Das heutige Video ist ein bisschen anders als gewohnt, für mich zumindest, also sollte es da irgendwie Probleme geben im Video oder sowas, bitte seht's mir nach. Heute zäume ich das Pferd praktisch andersrum mal auf. Und zwar werde ich das, was ihr hier gerade seht, sehe ich gerade nicht. Das ist kompletter Blindflug für mich. Ich werde das später so ein bisschen reinschneiden, so ein paar Kämpfe und so weiter. Um was soll es heute gehen? Ich habe ein wirklich sehr, sehr, sehr starkes Bild. Meiner Meinung nach für jede Hero-Eskalation, sei es Terra, sei es jetzt wie jetzt Shock oder Frost, Feuer, das müsste damit eigentlich alles zu bewerkstelligen sein. Bei Frost würde ich noch die Ergänzung reinschieben, dass ich dort den Äther-Schwungtrank nicht mitnehmen würde, sondern diesen Reinigungsmaster, dass ihr halt dieses Feuer da abschwächen könnt. Und auch für die zukünftige Eskalation, soweit würde ich schon mal gehen, auch diese Lichteskalation wird man damit sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch, sollte es keine neue Spielmechanik geben, irgendwas mit Zeit oder sowas, also sprich, man muss Monster in einer gewissen Zeit töten oder sowas, wird man auch die Hero-Eskalation Licht damit bewerkstelligen können. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, warum lege ich mich heute mal so ein bisschen mehr aus dem Fenster oder will mal so eine kurze Diskussion anfachen sozusagen? Ihr seht vielleicht das Bild oder ich habe es euch schon reingeschnitten, wir spielen ultra-defensiv. Wir haben die Skarn-Waffe drin, ich spiele es bevorzugt mit dem Speer. Ich würde sagen, ich werde dann auch oft gefragt, kann man das mit anderen Waffen spielen? Andere Waffen haben halt manchmal sozusagen den Nachteil, je nach Waffe, dass sie auf Kombos aufbauen oder sowas, dass sie dann massiven Damage verlieren und dass man dann so ein bisschen aus dem Tritt geraten könnte oder dass halt die Waffe generell zu langsam wird. Das könnte so sein. Ihr müsst es halt einfach mal testen, dann einfach die Agarus-Waffe eurer Wahl nehmen, ob es jetzt Schwert ist, Hammer oder sonst was, und testet es einfach mal aus. Die Mühe habe ich mir jetzt nicht gemacht. Ich würde es euch aber generell mit dem Speer empfehlen, weil es meines Erachtens eine der leichtesten Waffen ist, was das angeht. Auch das generelle Erlernen des Spiels sozusagen. Wann sind Unterbrechungsmuster da und so weiter. Das könnt ihr eigentlich super geil mit dem Speer machen, da euch die Monster da immer, wenn ihr die schwere Attacke spammt, eigentlich in die Attacke reinfliegen und dann automatisch unterbrochen werden sozusagen. Ihr müsst also gar nicht so viel dazu tun. Ihr müsst nicht das Timing wirklich kennen, sage ich mal. Und wenn ihr dann natürlich seht, huch, da war mal eine Unterbrechung, seid ihr natürlich generell da aufmerksamer oder könnt das in euer Spielverständnis sozusagen übernehmen. Also wir spielen mit Aegis drin, wir spielen mit voller Gerissenheit, Katalysator, Schnellstart, Widerstandsfähigkeit, gewichtete Treffer ist auf der Waffe zwangsweise drauf durch die Skarnbindung. Also wir haben hier sozusagen auch ein leichtes Schildbild mit Skarn-Wiederherstellung sozusagen oder Lebensreck, wenn man so will. Ja, und halt dieser Spezialfähigkeit, dass man halt sich selbst und alle anderen wieder zum Leben erwecken kann. Und das ist natürlich in Gruppen sehr hilfreich und ist natürlich auch solo sehr hilfreich. Und wir haben Parasitär noch mit 3 drin. Das reicht völlig aus, eigentlich um alle Dinge, die ich euch jetzt sage, zu machen. Also um alle Dinge zu machen. Sei es Hero-Eskas, sei es Jagdgründe, sei es Prüfung. Ich habe alle 3 Dinge diese Woche durchgetestet. Es ist auch völlig egal, ob das Element stimmt oder nicht. Also auch bei der Prüfung habe ich jetzt gegen Panga gekämpft. Ich werde euch noch ein Video dazu zeigen. Da war ich in 4 Minuten irgendwas durch. Klar, das ist keine Topzeit und darum geht es mir auch gar nicht. Mir geht es in diesem Video und generell sehr oft in meinen Videos eigentlich darum, dass die Leute mir schreiben, ja Monty, ey, ich habe Probleme, ich schaffe die Hero-Eska nicht. Oder ist sehr gut gemeint, so wie es letzte Woche war. Du hast ein super geiles Bild hier bereitgestellt mit Wächter und so weiter, aber hey, funktioniert das überhaupt solo oder ich habe gar keine Leute dafür und ich finde auch gar keine Leute dafür. Da muss ich halt auch sagen, kommt bei uns auf den Discord-Server, wenn ihr dort absolute Neulinge seid oder generell Neulinge in dem Spiel seid, würde ich euch empfehlen, relativ schnell so ein Bild,
Es gibt mehrere Builds, die natürlich spielbar sind und das ist wahrscheinlich eins der defensivsten, ganz klar. Ihr könnt auch sagen, hey komm, ich will keinen Schnellstart, ich will Überwältigung drin haben oder was auch immer. Builds sind immer umbaubar und Builds haben immer Vor- und Nachteile. Deswegen wollte ich das heute mal so ein bisschen anders aufzäumen. Das ist mir alles klar, da muss mich keiner belehren. Und ich will auch keinen belehren. Was mich ein bisschen ärgert, ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Engstirnigkeit, die manchmal, gerade bei den Hardcore-Dauntless-Spielern, irgendwie so am Start ist. Keine Ahnung. Die schauen sich dann von irgendwelchen amerikanischen, englischsprachigen, wie auch immer, Content-Creatern irgendwelche Videos an, wo die mit Berserker, Raubtier etc. da rumlaufen. Das sehe ich dann auch. Laufe zu Chrono War random und da sterben mir massenweise die Leute weg. Ja, und ich denke mir einfach, ey Leute, spielt doch mal so solche Builds, wo ihr einfach mal am Leben bleibt, wo ihr einfach mal das Spiel übt. Wann sind Unterbrechungsfenster? Wann muss ich mich heilen? Wann greift ein Monster überhaupt an? Und so weiter und so fort. Jetzt könnte mir ja entgegnen, ja, mach keine so Noobie-Builds, dann lernen die Leute das Spiel. Völlig richtig, dann sollen sie aber bitte Solo spielen. Dann sollen sie Solo auf eine Insel laufen und sollen Solo Ausweichmuster und so weiter erlernen. Und vor allem sollen sie mir dann oder generell nicht die Frage in den Raum stellen, ey, ich schaff das Ganze nicht, das Spiel ist kacke oder sowas. Ich will ja, oder generell, das dürfte eigentlich logisch sein, ich will den Leuten ja mal helfen, überhaupt einen Grundstart ins Spiel zu bekommen. Natürlich könnte man mir hier jetzt auch nochmal vorwerfen, ey, du empfiehlst hier eine legendäre Waffe, den Agarus-Helm, der ist mit drin, auch Trax, Tücke ist, glaube ich, die Beine, weiß ich jetzt gerade gar nicht, sehe ich jetzt nicht genau. Jo, das könnte man mir vorwerfen, allerdings muss ich halt sagen, die Agarus, also die Terra-Eskalation auf normal zu laufen halt irgendwann mal, das muss man halt auch hinkriegen, wenn man den Agarus, also diesen Skilltree von der Terra-Eskalation halbwegs ordentlich ausgilt, auch mit der Gegenheilung und so, da ist es ja völlig egal fast, welches Bild man spielt, gerade mit Eisgeboren oder so, da kommt man ja relativ safe durch, also es ist fast unmöglich, dort dauerhaft zu sterben, wenn man die Eskalationsstufe auf 20 oder was hat, oder 25 oder wie weit das geht, also es ist ja gar kein Problem, sag ich mal, also kann man sich die Sachen hier relativ leicht erfarmen, wir spielen noch mit der Knerscher Brustplatte, Frostwolf, Handschuhe und so, also es muss eigentlich alles drin sein und dann könnt ihr euch diesen Bild halt nachbauen und mit diesem Bild könnt ihr dann in Prüfungen, und jetzt hört mir genau zu, 100, 200 oder vielleicht auch mal 300 Goldmarken gut machen und damit könnt ihr euch natürlich auch dann die Disziplin-Omnizelle holen oder was es da gibt oder Berserker oder was es da noch im Shop gibt, keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr so im Spielfortschritt weiter voranschreiten und dann natürlich oder jetzt auch die Hero-SKs mal schaffen, wo ihr viele Ätherfunken bekommt oder euch auch schöne Kronen freispielt und so weiter. Einfach, dass ihr Spaß am Spiel gewinnt und natürlich weiter am Spiel dran bleibt und natürlich auch, wenn ihr in Gruppen spielt und genau wisst, oh ey, die anderen sind eigentlich ganz gut, die spielen eben mit Disziplin oder sonst was, aber ich krieg das niemals gecheckt, ich werde einfach umgeblasen, die holen mich nie wieder mit, ey, dann spielt doch so ein Bild, dann macht ihr durchschnittlichen Schaden, wegen mir auch unterdurchschnittlichen Schaden, ist mir schon klar, nur ihr überlebt mal und ihr helft vielleicht sogar der Gruppe, weil er irgendwie noch Schild weitergibt oder sonst irgendwas oder, ja, in dem Fall jetzt nicht, oder einen Crit-Buff setzt oder wie auch immer. Das ist halt so mein Anliegen daran. Mir ist auch klar, da muss mir keiner in die Kommentare schreiben, dass ein Berserker-Raubtier-Überwältigungsbild besser ist. Das weiß ich, offensiv gesehen besser ist. Aber das hier ist nun mal defensiv so stark, dass ich persönlich mit einer Shisha im Mund, relativ abgelenkt, ab und zu mit dem Aufnahmeprogramm, die Shisha rutscht mir aus dem Mund raus, ich greife nach etc., die Hero-SK eigentlich mit einem Knopf durchspielen konnte. Einzig und allein beim Endboss musste ich dann mal ein bisschen aufpassen, weil dort die Fressattacke jetzt zum Beispiel bei Malkarion, die ist dann halt schon übel. Bei Torga wäre es dann sein komisches Stampfen, sein Doppelstampfen, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr dann genug Schild oder Leben habt. Ja, was weiß ich. Agarus dürfte kein Problem sein, auch wenn es das gegenteilige Element, also das gleiche Element ist und ihr weniger Schaden macht. Das dürfte kein Problem sein, der ist super schwach. Ja, was haben wir noch hier?
wie heißt er wieder, Urska, jo, dürfte auch eigentlich kein Problem sein, habe ich ja eben schon genannt. Dort müsst ihr dann die Frostmasten mitnehmen oder könnt sie mitnehmen. Ich würde es euch empfehlen, wenn ihr da richtig spielt, dort ein bisschen mit Verwundung spielt und so, mit dem Verwundungsperk spielt, ganz am Anfang dieser Avatar, den ihr euch aussuchen könnt, dort Verwundung und dann baut ihr euch auch so viel Zusatzschaden auf, dass ihr die Hero-Eska dort eigentlich auch schaffen müsst. Das kann eigentlich kein Problem sein. Ja, noch wichtig natürlich zu wissen ist, es ist ein defensiv orientiertes Bild. Ihr, wie soll ich sagen, ihr solltet dann natürlich in der Eskalation selbst schauen, dass ihr offensive Perks nimmt, wie zum Beispiel Jagdfieber recht früh. Ja, Truppenziele dann halt nicht oder diese ganzen Crit-Erhöhungsgeschichten oder Henker oder sowas. Also jetzt nicht auch noch was nehmen, was weiß ich, mehr Lebensraub oder sowas. Das würde ich euch nicht empfehlen. Also generell Dinge nehmen, die den Schaden direkt ordentlich pushen, das ist natürlich klar. Oder ihr drückt die Haltefähigkeit der Laterne gibt euch plus 15% Crit oder sowas. Das ist natürlich in so einem Bild sehr, sehr nice. Ja, der Bild baut halt so auf, ihr könnt halt wie gesagt eigentlich die schwere Attacke spammen. Ihr könnt auch die leichte Attacke spammen, da habt ihr halt den Vorteil, dass ihr ab und zu dann noch Verwundungen mitnimmt. Ihr habt den Nachteil und dadurch halt erhöhten Schaden macht und schneller seid und so weiter. Das ist halt alles ganz hilfreich. Ihr habt den Nachteil, gerade Anfänger, dass ihr die Unterbrechungsfenster nicht richtig einschätzt und euch auch dann mal die Gegner niedermähen und so ein Kram. Deswegen würde ich es schon für Anfänger empfehlen, einfach die schwere Attacke zu spammen. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr oben die rechte Schultertaste ab und an mal drückt, wenn oben dieser Meter da voll ist, oben links, und dass ihr da den Crit-Buff dann praktisch abspeichert und den dann wieder setzt. Die Skarn-Laterne immer wieder zünden, um die Rüstung halt euch aufzubauen, um den Schild euch aufzubauen und natürlich die Eislanze immer wieder werfen, um auch die Gegenheilung drin zu haben. Ansonsten, je nach Geschmack, je nach Gefühl, die Tränke schlucken. In der ersten Runde seid ihr halt super lahm, das ist ein bisschen nervig. Auch in der zweiten Runde, ich habe immer ab der zweiten Runde eigentlich einen Trank genommen und beim Endboss dann glaube ich zwei bei Malkarion. Jo, war halt jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja jetzt so, weil Malkarion und Terra und bla. Nee, so ist es nicht. Ihr habt immer unterschiedliche Runs und ihr habt immer ein bisschen Glück oder Pech. Kommen da jetzt viele Schockmonster in dem Fall oder eben nicht? Es kann auch genauso sein, dass ihr mal einen Schockdurchgang macht, behaupte ich jetzt einfach mal, habe ich jetzt nicht verifiziert, aber wo vielleicht gar kein Schockmonster kommt bis zum Endboss und da habt ihr auch nur ein Schockmonster, wo ihr dann den konkreten Vorteil habt. Und vielleicht wäre es sogar so, dass da mehrere Schockmonster, jetzt bin ich durch. Ja, also dass es auch mal zum Element halt eben passt. Dass ihr zum Beispiel eine Terra-Eskalation oder eine Feuer-Eskalation spielt, wo auch einige Schockmonster drin vorkommen, wo ihr dann sogar den Vorteil sogar noch mit dem Terra-Speer habt. Also es kann auch passieren. So, das wollte ich halt damit sagen. Ja, und dann noch die grundsätzliche Debatte. Einfach nur grundsätzlich wollte ich das mal noch raushauen, weil es mich auch immer wieder nervt, dieses Geplupper mit den Tränken und so weiter. Das ist auch sowas. Klar, fast jedes Bild von mir hat Katalysator drin. Und klar, ihr könnt natürlich fast jeden Bild austauschen. Also generell könnt ihr schon mal alle Builds umstellen, austauschen nach eurem Geschmack. Auch dieses Bild. Ihr könnt einfach so spielen, könnt sagen, boah, ist mir zu langsam. Oder boah, ist es defensiv okay? Aber ey, mir fehlt ein bisschen Schaden und so. Ey, da holt Sachen raus. Da holt Aegis oder was auch immer wieder raus. Und dann baut was anderes rein. Und dann werdet ihr ja sehen, komme ich da noch klar mit der Hero-Eska? Komme ich da noch klar mit der Prüfung? Komme ich da noch klar auf den Jagdgründen? Wenn das so ist, ey, bin ich der Letzte, der sagt, ihr müsst so spielen, um Gottes Willen. Dann baut das so um. Und wenn ihr dann irgendwann, ihr könnt euch immer mehr Richtung Offensive halt praktisch entscheiden. Ihr könnt auch dann irgendwann sagen, ey, ich will nicht die ganze Zeit da rumspammen mit schwerem Angriff. Ich will leichte Angriffe mal machen. Ich will Kombos machen. Ich will andere Waffen testen, etc. pp. Klar, macht es. Und dann könnt ihr natürlich offensiver spielen, euch Richtung Offensive sozusagen entwickeln. Ich sehe halt oft nur den Nachteil, dass die Leute getrieben, wie gesagt, durch diese englischsprachigen oder generell durch diese Meta-Diskussion hier bei Dauntless immer ganz gern diese absolut krassen Offensiv-Builds spielen und sich dann wundern, dass sie ständig auf die Bretter geschickt werden und dann natürlich auch so ein Frust vielleicht auch entsteht und keine Ahnung. Ja, wie gesagt, das noch zum Thema Katalysator. Natürlich könnt ihr ätherische Regulation oder was auch immer reinnehmen, was euch da auch hilft. Da müsst ihr die Tränke nicht verbrauchen oder so irgendwas.
Aber generell finde ich es halt irgendwie auch immer eine merkwürdige Diskussion. Ey, holt alles aus eurem Bild raus. Macht alles, was nur geht. Überwältigung, dies, das, jenes, kein Widerstand, kein Egges, kein sonst was. Kein Parasitär, du nu, Parasitär, was geht ab? Ja, aber Tränke, die schluck ich nicht, die spare ich. Das ist auch so eine Pseudodiskussion, Leute. Also ihr habt dort eigentlich drei Perks sozusagen, die ihr nicht nutzt oder nicht verstärkt nutzt, wenn ihr nicht Katalysator nutzt. Finde ich geil, wenn die Leute mit einem krassen Offensivbild da rumrennen, aber die Tränke, die spare ich mir jetzt. Ja, klar. Also um Gottes Willen, kann jeder machen. Man spart, klar, gar keine Frage. Aber es ist so, vielleicht wird das so ein bisschen klar, was ich damit meine. Entweder spiele ich wirklich und nutze all meine Fähigkeiten aus und spiele wirklich ein Profis, also ein super starkes Bild sozusagen. Ja, oder ich mache das eben nicht. Es läuft ja auch keiner darum und sagt, oh, Moment mal, ich lasse die Zellenslots frei, weil halt, ich will halt einfach nicht. Nein, nutzt die Tränke so gut es geht. Klar, wenn ihr pleite seid, geht's nicht. Aber nutzt die Tränke und nutzt natürlich alle Zellenblöcke und so weiter. Also es ist irgendwie so, ja, keine Ahnung. Vielleicht habe ich mich jetzt ein bisschen merkwürdig ausgedrückt, aber vielleicht ist es klar geworden, was ich so meine. Ich finde es irgendwie so, sehr vieles in der Dauntless-Community, so Pseudodiskussionen, muss ich wirklich so ehrlich sagen. Das noch zum Thema Bild. Natürlich kann man jetzt sagen, ey, Noob und Noob-Cheater-Bild oder was auch immer, keine Ahnung. Oder ja, du bringst, den habe ich auch schon gelesen, du bringst falsches Gedankengut in die Dauntless-Community mit deinen Kack-Defensiv-Builds und so weiter. Oh, Leute, man muss ja gucken, was will das Spiel von mir? Eine Hero-Eskalation will geschafft werden. Sie hat, glaube ich, kaum eine zeitliche Herausforderung, behaupte ich jetzt einfach mal. Man wird auch seine 30, 40 Minuten Zeit haben, also da easy durchzukommen oder sogar 45, keine Ahnung. Also ich bin da noch nie an zeitliche Grenzen gestoßen bei Dauntless. Ja, und auf den Jagdgründen sowieso schon mal gar nicht, ist ja wohl logisch. Ja, und das Einzige, wo es wirklich eine, sage ich mal, eine zeitliche Komponente gibt, ist bei der Prüfung natürlich, bei der Goldenen, dass man halt sagt, okay, ja, man sollte unter 5 Minuten bleiben, das zum einen, aber es ist auch kein schlimmes Argument, wenn ich jetzt ein Bild habe, das 6 Minuten braucht oder so, wenn das für Anfänger funktioniert, für Anfänger oder für Leute, die sagen, boah, ich will mich die Woche nicht anstrengen, ich will jetzt nicht 10, 20, 30 Runs machen, um einen guten Run zu haben, ich will einfach einmal laufen, einmal. Ich laufe mit meinen Builds immer einmal. Ich mache die Prüfung einmal. Ich mache die Hero-SK ein einziges Mal. Dann habe ich sie geschafft. Ich brauche wegen mir doppelt so lange als andere. Es ist mir egal. Ich habe sie geschafft, hake das Ding ab und mache meine Jagden weiter. Fertig. Es interessiert mich nicht. So, und alles andere, das Einzige, wo es wirklich dann mal drauf ankommt, und da wäre ich genauso wie ihr, das muss auch klar sein. Was will das Spiel zum Beispiel, wenn ich Top 5 erreichen will? Was will das Spiel? Das hatte ich auch vor Monaten, habe ich das mit meinen Leuten geschafft gehabt, Top 5, was haben wir gemacht? Da sind wir natürlich nicht mit Aegis, gab es damals noch nicht, da sind wir nicht mit Widerstandsfähig oder Wächter oder sonstigem Quatsch rein. Nein, Berserker, Raubtier etc., PP, Überwältigung und so weiter. Klar, dort geht man dann so rein, will das Behemoth schnell zu Boden legen, will es verwunden, will Teile preschen, das muss synchron laufen, das war's, Top 5, aus die Maus, goldene Krone, das war's. Dann habe ich ja eine ganz andere Zielsetzung. Da war aber auch klar, wenn einer von uns einmal gehittet wird, damals noch, einmal gehittet wird, ist der Prüfungsrun vorbei. So, das war aber auch klar. So. Und heute ist es halt eben so, ich bin schon Top 5 gewesen, alles klar, ich habe meine Krone, ich bräuchte sie auch kein zweites Mal, oder also selbst wenn ich sie nicht hätte oder sowas, es interessiert mich nicht, ich will meine 300 Goldmarken mitholen und das war's. Und das wollen Anfänger oft auch einfach nur, die wollen einfach mal stattfinden und deswegen die Empfehlungen, wie ich sie hier raushaue. Ihr habt jetzt im Hintergrund vieles gesehen zur Hero-Eskalation. Ich habe auch vieles extra mal so gemacht. Also wundert euch auch nicht über das Gameplay. Ich bin teilweise wirklich auch da rumgelaufen, habe einfach mal nur schwere Attacke gespammt, um das zu simulieren, wie ein Anfänger spielt. Oder wie ich manchmal auch selbst spiele, ehrlich gesagt. Aber ja, mit, wie gesagt, Shisha im Mund und so weiter. Das war mir alles egal. Und bin auch manchmal, habe ich mich extra hitten lassen oder habe auch diese Wiederauferweckungsfähigkeit dann genutzt oder habe mich auch sterben lassen oder bin auch getroffen worden. Ihr habt dann pro Run, also pro Monster, habt ihr diese Wiederaufstehenfähigkeit davon
Agarus habt ihr halt auch noch am Start. Die braucht, glaube ich, 5 Minuten oder sowas, bis sie nochmal regeneriert. Keine Ahnung, nagelt mich da nicht fest. Ihr seht es ja oben. Oder wenn ein Behemoth halt eben umgenockt wird, dann habt ihr dieses Wiederauferstehen auch wieder. Das ist natürlich, allein das ist schon mega Gold wert. Also der Agarus-Speer hier oder halt eben der Chrono-Speer sind deswegen schon richtig geil, alleine weil sie dieses Extra-Leben sozusagen haben. Das ist schon mal mega. Ihr müsst die Spritze dann nicht nutzen. Nutzt die Spritze nicht, wenn ihr die Fähigkeit habt, immer die Fähigkeit zünden. Die Spritzen sind wichtig, falls es dann doch mal eng wird. Ja, war glaube ich bei mir sogar bei Malkari und so, der hat mich dann einmal gefressen. Ich wollte es halt testen, überlebe ich das mit der Skillung, ja oder nein? Nein, er frisst mich trotzdem tot. Ja, und dann habe ich halt das Wiederauferstehen genutzt und da hat er mich glaube ich noch ein, zweimal gefressen oder sowas. Wie gesagt, ich habe es echt mal so Brain AFK runtergezockt und da habe ich mir gedacht, ey komm, das kann ich den Leuten zeigen. Und da gibt es meines Erachtens auch nichts Negatives dran zu sagen, außer wegen mir, dass Leute gekränkt sind, dass es gleiche Ergebnisse zu erzielen sind mit wenig Gameplay-Skill. Ja, okay, dann seid gekränkt. Aber ich möchte den Leuten halt das so vermitteln und möchte den Leuten das so weitergeben, dass sie eben eine realistische Chance haben, eben auch mal die Prüfungen zu schaffen, mal Stahlmarken mitzunehmen, mal 100, mal 200, mal 300 Goldmarken mitzunehmen, mit ein bisschen Skill, ein, zwei Übungsruns, schafft man das wirklich, dann auch die 300 Goldmarken mitzunehmen. Das kann eigentlich nicht anders sein, schon gar nicht, wenn dann Nysaga, Stormglow oder sonstige Monster kommen, die dann auch noch das gegenteilige Element haben. Das sind 300 Goldmarken auf jeden Fall drin. Ansonsten wegen mir 200, können wir uns vielleicht darauf einigen. Ja, und ist ein super Bild für wirklich Anfänger, wie gesagt, selbst auch Fortgeschrittene, die sich keinen Stress da machen wollen und einfach so ein Bild auf der Seite haben wollen, wo sie dann solo ganz easy und ohne Probleme durchlaufen können, finde ich, ist kein Problem. Das war's von meiner Seite, jetzt schneide ich da so ein bisschen Videomaterial dazu, mal gucken, was ich da so zusammenkriege. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es würde mich unheimlich interessieren, wie ihr meine Diskussionseinschätzung hier, ob ihr meine Einschätzung teilt oder ob ihr auch sagt, nee, komm Monty, du machst nur Scheiß. Ja, würde mich wirklich mal interessieren. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein, bis dann. Ciao.